press the button. Ran. Sat 1 Fußball. Ein Genuss mit Bex. 1996 war das ein Fußballjahr. Bayern München wurde UEFA-Cup-Sieger. Borussia Dortmund zum zweiten Mal in Folge deutscher Meister und die Nationalmannschaft Europameister. Das Bundesliga-Jahr im Rückblick. Best of Run 1996. Wir bitten zum Ball. Es gibt nur einen Ball. Wenn die anderen haben den Ball, Frage warum. Eine Frage, die mir plausibel macht, warum sogar Philosophen sich mit Fußball beschäftigen. Fußball ist vielleicht, Tennis versucht ja da aufzuholen, die Sportart, die der Gattung, wenn man so möchte, den kosmopolitischen Charakter bewusst macht. Und zwar dadurch, dass der Ball, auf dem wir leben, uns gegenübertritt, in dem Ball, um den gekämpft wird. Fußball ist ein Fest, man spricht von Fußballfesten. Hochschwingen! Hochschwingen! Und das Ding sitzt! Und er ist im Netz! Das war nicht das Einzige. Aber das ist doch Elber egal! 1-0 für den VfB! Und Rums, da ist er drinnen! Oh la la, zauberhaft, wunderbar! Und dieser kapitale Bolzen! Alles klar, noch Fragen? Woran ich immer denke, wenn ich Fußball sehe, dass wir vielleicht noch mehr Nachbarn aus Europa in unsere Mannschaften integrieren. Noch kein Ball war 1996 durch die Bundesliga-Stadien geflogen, schon schlug es zum ersten Mal ein. Durch die erfolgreichste Einzelaktion des Fußballers Jean-Marc Bosman, seinem Sieg vor dem Europäischen Gerichtshof. Dessen Urteil: Grenzüberschreitende Wechsel von EU-Profis innerhalb der Gemeinschaft dürfen nach Ablauf eines Vertrages nicht von einer Ablöse behindert werden. Zum Beispiel Harald Czerny. Er kostete in der Rückrunde 95-96 noch Leihgebühr, konnte im Sommer jedoch ablösefrei von Österreich nach Deutschland wechseln. Schalkes Juri Mölder. Der Holländer im Sommer 96 ablösefrei für die ganze EU und für die Bundesliga. Denn außerhalb Hollands muss seine freie Wahl des Arbeitsplatzes garantiert sein. Beispiel 3, Mehmet Scholl. Bekäme er ein Wahnsinnsangebot aus Italien, gäbe es keinen Abschied ohne Ablöse, weil er bei Bayern bis zum Jahr 2000 unterschrieben hat. Teil 2 des Bosman-Urteils. Die übliche Beschränkung von Ausländern pro Mannschaft muss für EU-Bürger aufgehoben werden. Die Folgen. Theoretisch könnte ganz Gladbach in Zukunft nur aus Schweden bestehen. Oder zum Beispiel, neben ihren besten 3 Deutschen und ihren 5 EU-Spielern könnte Borussia noch 3 Nicht-EUler, zum Beispiel Brasilianer, verpflichten. Motto: Multikulti, dank Herrn Bosman. Doch dann, als wäre nichts gewesen, Rückrundenstart und endlich fiel das erste Bundesliga-Tor 96. Tor! 1-0 für Frankfurt. 19.000 im Wildpark fragten sich, wer war es? Thomas Ritter. Die Ecke von Schupp. Binz gewinnt das Duell gegen Reich. Dann Ekström. Eigentor. Spiele stürzen einen in Verzweiflung. Spiele erheben, erzeugen Überschwang. Also ich glaube, alle Affekte, die man generell erleben kann, sind bei Fußball erlebbar. Ha 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 ha!
Otto Flieg. Ganz neue Gefühle für den Erfolgstrainer. Rehagels Worte im Sommer, im Nachhinein prophetisch. Wer bei Bayern München einen Vertrag unterschreibt, muss wissen, was er getan hat. Wenn Sie morgens dann in die Redaktion kommen und auf den Schreibtisch, da sieht es aus wie Sodom und Gomorra. Was machen Sie dann? Die tägliche Medienarbeit. Auch sie hatte den Pressefeind Rehagel mürbe gemacht. Ich kann das. Also die Zeitung hat geschrieben. Was, kann eine Zeitung schreiben? Oder wie geht das? Nennen Sie doch Ihren Namen und verstecken Sie nicht hinter Pseudonym oder so. Sagen Sie Ihre Meinung und dann, also das finde ich nicht so in Ordnung. Nicht wahr? Aber gut, das ist Ihre Geschichte. Rehagel, ein Opfer des Dreamteams. Letzten Endes war es nicht sein Ding, der Umgang mit den Stars. Vor allem die Gretchenfrage. Scholl oder Herzog? Ein täglicher Stolperstein. Mehmet, nun scheut der Trainer ja auch nicht vor großen Namen. Er setzt sie auch mal auf die Bank, wechselt sie aus, sogar Jürgen Klinsmann. Tut das ein bisschen weh? Nein. Otto finde ich gut. Eine Münchner Episode über 10 Monate. Doch ein Mann im Mond wacht über seine Kindlein, wenn es dunkel wird. Für den FC Bayern sitzt eine Lichtgestalt da oben. Und wenn dann auch noch Oliver Kahn die rechte, schützende Hand über den Kaiser hält, ist dem mit irdischen Mitteln wohl kaum noch beizukommen. Dafür ist er da, dafür wird er bezahlt. Oliver Kahn hat gezeigt, dass er auf ihn Verlass ist, dass er ein Weltklasse-Torhüter ist. Oliver Kahn, das Hinspiel gegen Bordeaux, das war sein Erfolg. Und zu Beckenbauers Premiere passte dann auch, dass Helmer direkt im Gegenzug das 1:0 erzielte. Und Mehmet Scholl ein Galalauf mit krönendem Abschluss gelang. Ich habe Ihnen auch gesagt, es ist doch völlig wurscht, wer da vorne steht. Ob das ich bin, ob das der Rehagel ist oder der Bundeskanzler Kohl oder Berti Vogts oder wer immer, ist doch völlig wurscht. Der Kaiser, wenn er mal verliert, dann höchstens die Beherrschung. Und das auch nur für ganz kurze Zeit. Bayerns letzter Schritt auf den europäischen Fußballgipfel. Mehmet Scholl, das befreiende 1:0 nach 52 Minuten. Emil Kostadinov dankte dem Kaiser für das Vertrauen mit dem 2:0. Und schließlich Jürgen Klinsmann. Er stellte mit 15 Treffern einen neuen Europapokalrekord auf und die Bayern holten sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den UEFA Cup. Der 3:1-Sieg in Bordeaux als krönender Abschluss einer turbulenten Saison für die Münchner Bayern. Ende gut, alles gut. Fußball ist ja ein Spiel, das eine sehr hohe Qualifikation erfordert. UEFA. Der Architekt einer Sensation, Jörg Berger. Ruhig, sachlich, erfolgreich. Schalke im UEFA Cup, das klingt wie Bergmanns Kapelle beim Grand Prix d'Eurovision. Tore von Max, Mulder und Co. machten das Wunder perfekt. Keine Querelen, Pleiten oder Dramen. Blau-Weiß waren die Farben der Träume. Wieder einer dieser Einwürfe. Und wieder der Mann, der mit der Hand flanken kann. Harald Kartemann. Weit fliegt der Ball. Wieder Mr. Einwurf, Harald Kartemann. Harald Kartemann, der Flankengott mit den magischen Händen.
Andreas Köpke in Erwartung einer der Kartemann-Einwürfe. Inzwischen ein Klassiker bei der Fortuna. Kartemann in Rot-Weiß. Andreas Köpke verpasst. Klavers zum Zweiten. Kartemann, Gefahr im Verzug. In der Rückrunde 95-96 gelangen Fortuna Düsseldorf 5 Tore direkt nach Kartemann-Einwürfen. Ich glaube schon, dass sich die Systemmerkmale eines ritualisierten Spiels auf der Sprachebene wiederholen. Das ist gar keine Frage. Ja, da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Das Gefühl hatte ich auch. Ein Satz von Albert Camus, der gesagt hat, im Fußball habe ich alles über das Leben erfahren. Glaube ich auch. Wir haben da eine gewisse Staubsauger-Vertreter-Philosophie. Bei uns entscheidet nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich. Konfuzius sagt, zweifle nicht ohne Hoffnung und hoffe nicht ohne Zweifel. Keine Hoffnung mehr. Außer dem KFC Uerdingen stiegen 96 mit Frankfurt und Kaiserslautern, zwei Gründungsmitglieder der Bundesliga, ab. Fassungslosigkeit. Alle hatten verdrängt, was plötzlich bittere Realität wurde. Das Eintracht-Präsidium um Matthias Ohms ging gleich mit. Drama Abstieg. Niemand konnte die Pfalz trösten. Einer der traurigsten Abschiede des Fußballs. Die Bundesliga ärmer ohne den FCK. Kaiserslautern nichts ohne die Bundesliga. Drama Abstieg. Ich bin sehr enttäuscht. Ich weiß, ich habe große Schuld. Auch wie jeder Spieler, und es tut mir sehr leid. Der Leverkusener Rudi Völler tröstete seinen abgestiegenen FCK-Freund Andreas Brehme. Der Gesichtspunkt, an den ich denke, dass man natürlich wie beim Schachspielen im Moment des Spieles mit dem besten Freund Gegner ist und sich dann nach dem Spiel eigentlich vom Gegner erklären lässt, welche Fehler man gemacht hat. Und das ist natürlich eine großartige Basis der Freundschaft, wenn der Gegner liebevoll Fehler erklärt. Rudi, der graue Wolf, hat zugebissen. Rudi ist ein Weltmann. Er ist auf einer Stufe zu stellen mit einem Uwe Seeler, mit einem Franz Beckenbauer. Ich wünsche dem Rudi, dass er so bleibt, wie er ist. Aber ich fürchte, dass er in dem Geschäft auch im Laufe der Jahre angepasster werden muss, um sich letztlich durchzusetzen. Morgen. Guten Morgen. Rudi Völlers neuer Arbeitsplatz bei Bayer Leverkusen in der Chefetage. Der volkstümliche Rudi, etwa bald im gepflegten Zweireiher? Nee, das glaube ich nicht, dass ein Anzug zu ihm passt. Nein. Der Rudolf Stärke will mit seinen Jeans bleiben und seinem Puma-Shirt. Nein. Und Völler! Und Völler! Völler! Ausgelaugt, alles gegeben. Rudi Völler, ein Torjäger, verließ die Bundesliga. Bescheiden, liebenswert, erfolgreich, sympathiewert, nicht steigerbar. Tschüss, Rudi. Kopfballungeheuer. Olaf Bodden. 6 Kopfballtreffer gelangen Olaf Bodden von 1860 München in der Rückrunde 95-96. Ungeheuerlich. Olaf Bodden und drin. Bodden, der Kopfball. Und Bodden, Olaf Bodden.
wieder Novak auf Boden. Der Meisterball 1996 fand in Dortmund statt. Westfalenstadion, die Mailänder Skala der Bundesliga. Seit 6 Jahren gelang wieder einmal eine Titelverteidigung. Tritschuk! Alles Paletti, Freunde! Riedler! Riedle! Riedle wie zu besten Zeiten mit dem Instinkt eines Torjägers. Matthias Sammer! Und da kochte das Westfalenstadion. Die Schale. Borussia Dortmund holte sich den Lohn zur verdienten Meisterschaft. Ein würdiger Meister. Keine Hochglanzsaison, aber spannend war sie. Die Bundesliga lebt und die Fans danken es. Fans verkleiden sich. Fans bemalen sich. Das sind ja alles aufsehenerregende Dinge. In dem Moment, wo Fußballfans das Stadion betreten, treten sie aus der Alltagswirklichkeit heraus in eine besondere Zeit. Sommerpause in der Bundesliga, heiße Zeiten für die Fußballfans. Europameisterschaft 1996 in England. Als die deutsche Fußballnationalmannschaft den englischen Europameisterschaftsboden betrat, sahen sie müde aus, unsere Fußballhelden. Eine lange Bundesliga-Saison lag hinter ihnen. Jetzt wollten sie sich nur noch so gut wie möglich auf das Turnier vorbereiten. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit ging es nach Mottram Hall, der DFB-Unterkunft. Das ist eigentlich genau das, was man sich gewünscht hat für eine Vorbereitung bei der Europameisterschaft. Es ist so, dass wir hier sind, um Fußball zu spielen und nicht uns hier in Manchester großartig anzugucken. Und wir haben auch Möglichkeiten genug hier im Hotel. Wir können Golf spielen, wir können Tennis spielen, Kraftraum, Sauna, es ist alles da. Und daran wird es sicherlich nicht liegen, wenn es nicht so laufen sollte. Ab und zu gab es kleine Ablenkungen. Jürgen Klinsmann zum Beispiel traf Mike Hucknall von Simply Red. Und die ruhige Vorbereitung zahlte sich aus. Die deutsche Nationalmannschaft kam bis ins Endspiel gegen Tschechien. Oliver Bierhoff entschied mit 2 Toren das Finale. Sein 2. Tor, das einzige Golden Goal bei der Europameisterschaft. 2:1 der Endstand nach einem dramatischen Finale. Deutschland nach 1972 und 1980 zum 3. Mal Europameister.
Als die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder heimatlichen Boden betrat, waren sie noch müder, unsere Fußballhelden. Doch sie wollten feiern, mit ihren Fans. Und die bereiteten dem Europameister einen fantastischen Empfang auf dem Frankfurter Römer. Wenn wir als Nationalmannschaft spielen, dann repräsentieren wir eine Nation. Aber wenn das Spiel zu Ende ist, sind wir Europäer. Zum Europameisterschaftsfußballer 96 wählten wir Dieter Eils vom SV Werder Bremen. Für ihn den goldenen EQ. Herr Eils, herzlichen Glückwunsch. Viele sprechen von Ihrer Position als Staubsauger. Was sagen Sie dazu? Kicken, knödeln, bolzen. August 96, endlich wieder Bundesliga. Der Zuschauerboom hielt an, die Fans strömten in die Stadien, auch um die Neuen zu sehen. Stolz auf der Bielefelder Alm, die Arminia zurück in der Bundesliga, nach 11 Jahren Abstinenz mit Ernst Middendorp zum Erstliga-Glück. Ich weiß, dass ich mich halt eben Woche für Woche wieder neu beweisen muss, nach wie vor in so einer Phase bin, wo halt eben dann irgendwo auch die Bestätigung ständig kommen muss von meiner Seite aus und dessen bin ich mir bewusst und so arbeite ich auch. Auch die Zebras trugen ihre Streifen wieder ganz nach oben. Schwarz-weiße Freude in Duisburg. Letztlich ist der sportliche Erfolg da, aber er hat eigentlich zu viel Nerven gekostet. Wir haben keine andere Zielsetzung. Es geht nur darum, im ersten Jahr in der ersten Bundesliga zu überleben. Und da muss alles andere hinten anstehen. Das Konzept vom direkten Wiederaufstieg. Klaus Toppmöller hatte daran geglaubt. Der VfL Bochum zurück in der Bundesliga. Wir haben als Ziel ausgegeben Klassenerhalt. Das ist unser Sein. Nichtsein ist halt Abstieg und dann würde vieles hier zusammenbrechen. Sein Team, die Überraschung der Hinrunde 96-97. Auf dem Spielfeld, da brauchen wir Lichtgestalten. Viele, möglichst 11 bei einem Spiel. Das wäre das Allerbeste. Oder 22 dann, das wäre noch besser. Darius Wosch macht sie alle schwindelig. Verzweiflung beim Gegner, Hysterie bei den Fans. Das Motto, take that Wosch. Darius Wosch, Sohn einer deutschstämmigen polnischen Familie. Sein Aufstieg entspricht seinem Typ. Still und leise ging es für den Mann aus Halle, Vater von zwei Kindern, nach oben. Seit 5 Jahren in Bochum, noch Vertrag bis 2003 ohne Ausstiegsklausel, aber vom Ausland heftigst umworben. Hermann Gerland kommt zufällig des Weges. Darius, der 27-Jährige, freut sich darüber wie ein kleines Kind. Wosch populär, aber bescheiden. Ein Star ohne Starallüren. Wosch, nur 1,68 Meter groß, Supertechniker, toller Kämpfer. Einer der besten Assistgeber der Liga. Und wenn's drauf ankommt, auch Torschütze. Der Albtraum aller VfL-Fans, wenn Wosch weg wäre, so wie bei der Autogrammstunde. Nach 10 Minuten war dem kleinen, sensiblen Mann die Sache einfach zu gefährlich.
Ein besonderer Held der Hinrunde 96-97 war Mario Tolkmit. Nur eine Minute durfte er in 17 Spielen ran. Aber so schlimm war das eigentlich auch nicht, denn wer würde nicht gerne wenigstens mal eine Minute in der Bundesliga spielen? Er hat's geschafft. Sean Dundee, und drin ist er. Sean Dundee, völlig losgelöst. Sean Dundee, das Krokodil, hat zugebissen. Dundee, der Alleskönner, trifft mit rechts, mit links und mit dem Kopf. Schon zweimal in diesem Jahr, drei Tore in einem Spiel. Sean Dundee, frischer Star in der Bundesliga. Stürmer, die sind gesucht wie Juwelen. Und unser Jean ist so ein Juwel. Traumhaft gemacht. Ein Wahnsinnstor durch Sean Dundee. Ein Juwel jetzt mit deutschem Reisepass. Sean Dundee vom Karlsruher Sportclub. Herr Dundee, Glückwunsch. Danke. Herr Dundee, ich habe mir sagen lassen, jetzt als Deutscher überlegen Sie, Ihren Namen zu ändern in Hans Dunde. Nein, das stimmt nicht. Eigentlich Franz Beckenbauer. Ja, und ich habe mir auch sagen lassen, Sie haben sich schon viel an deutschem Kulturgut angeeignet. Händchen klein, gehen allein, in die weite Welt hinein. Goethe. Danke. Ich glaube, dass viele Fußballer aller Nationen, die hier in der Bundesrepublik spielen oder auch woanders, Grund haben, stolz zu sein, dass sie sowas können. Giovane Elba, Brasilianer, der Künstler im magischen Dreieck beim VfB Stuttgart. Für jeden Spaß zu haben, am liebsten scherzt er mit den Gegnern. Tore zum Abheben. Flanken, die in keinem Lehrbuch stehen. Magic Elba. Brasilianische Ballartistik bei jeder Witterung. Giovane bittet zum Tanz und die Bundesliga staunt. Giovane Elba, der Zauberer im magischen Dreieck beim VfB Stuttgart. Bobic, Tor! Bobic. Verwirrung und dann ist Elba da. Elba dazwischen. Balakow. Kasimir Balakow, furios. Und drin ist er. Ja, dieser Freddy Bobic. Mann, oh Mann, ist der gut. Wunderbar. Ein verhinderter Torschützenkönig, Bernhard Winkler von 1860 München. Fünfmal traf er in der Hinrunde 96-97 Pfosten oder Latte. Pech gehabt. Das Bemerkenswerte ist ja, dass auch der Fußballkalender das Jahr für viele Menschen strukturiert. Die leben ja nach dem Rhythmus des Fußballjahres und haben selbst schlechte Zeiten, wenn ihre Mannschaft verliert. Das lehrt ja die Geschichte der Bundesliga bei Trainerwechseln, dass da schon mal bestraft wird. Also das muss man auch wieder da kultisch sehen und in Verbindung bringen mit höheren Mächten. Die Vertreibung aus dem königsblauen Tempel. Opferlamm. Und das enttäuscht mich. Okay, danke. Berger wies Schalke den Weg in den UEFA Cup. Schalke wies Berger die Tür.
Mannschaft und Trainer hatten sich auseinandergelebt wie ein untreues Ehepaar. Die Nachbarn merkten nichts davon. Ich bin geradlinig, ich bin sicher auch stur, ich bin hart. Dagegen muckte ein vermeintliches Ensemble der Biedermänner auf. Da hat die Mannschaft einen unheimlich guten Charakter. Brandstifter in Stollenschuhen, die inszenierte Rebellion. Dann glaube ich, ist eine Mannschaft intakt. Die Kicker verloren ihre blau-weiße Identität. Die Mannschaft. Schaffte sich Feinde im eigenen Haus. Hoss, Wut und Enttäuschung über den Abschuss von... Manager Assauer zelebrierte die Rolle des Bösewichts, einen Freund entlassen. Na und? Sie menschelten sich an den Abgrund auf Schalke. Der Kumpel wollte seine liebsten Kinder fressen. Und dann? Erst kam ein Holländer, dann der Erfolg zurück. Der Königsblaue ist tot, es lebe der Königsblaue. Huub Stevens. Und wer war nochmal? Das doch. Einige Mannschaften erhebliche Schwierigkeiten haben, wie Mönchengladbach fällt auf. Also irgendwie, es scheint mir eine Saison zu sein, deren Strukturen anderer Art sind als in den letzten Jahren. Der Fall Effenberg. Das 5-Millionen-Ding. Traumahaft. Der Anfang vom Ende. Das erste Spiel nach dem Deal. 5:1 gegen Dortmund mit einem überragenden Effenberg. Innige Umarmung mit Trainer Kraus, gegenüber Effenberg stets loyal, dem Effenberg aber später Fehler vorwarf. Der Euphorie folgte schnell Ernüchterung. Nur noch 7 Punkte in 10 Spielen, nur 3 mickrige Tore. Der Präsident über Effenberg. Zufrieden kann man mit seiner Leistung nicht sein. Jetzt im Moment sind wir leider keine Mannschaft. Andersons Kritik und die Proteste der Fans. Eskalation der Situation. Fanboykott, der Misserfolg als Multiplikator von Neid und Eifersucht. Kraus erst gefeiert, dann gefeuert. Effenberg erst vergöttert, dann verschmäht. Was gut war, Stefan, plötzlich schlecht. Jetzt habt ihr alles probiert. Weg. Die Mannschaft, der verdient wie 3, dann soll er auch wie 3 laufen. Die nackten Fakten sprechen allerdings für Effenberg. Von allen Gladbachern hatte der Kapitän in der Hinrunde 96-97 die meisten Zweikämpfe und Torschüsse. Auch Jon Bladojo vom 1. FC Köln stellte in der Hinrunde 96-97 einen Rekord auf. Keiner lief so oft ins Abseits wie er. 26 Mal war er da, wo sein Trainer ihn nicht so schnell sehen wollte. Ich glaube, ein einfühlsamer und viele Trainer der Bundesrepublik und auch anderer Nationen sind ja wohl doch in hohem Maße einfühlsam. Werden für jeden Spieler eine Art Privatsprache finden. Alles laufen! Ich verbinde die Kamera, um ihn zu motivieren. Das Leben geht weiter, bei uns wird keiner erschossen. Christoph Daum, 10 Jahre Cheftrainer, seit 1996 bei Bayer Leverkusen. Wir waren einfach der Meinung, wir brauchen einen, der den Spielern massiv Feuer unterm Hintern macht. Christoph Daum, hitzig, emotional, engagiert und kompetent. Kein aktueller Bundesliga-Trainer hat mehr Siege auf dem Konto. Der neue Offensivfußball des Bayer-Teams. Der Zampano und der Jubel-Hansel in einer Person. Spaß und Spielkultur in Leverkusen. Christoph Daum führte sein Team an die Spitze. Mit einem wieder in Topform spielenden Torjäger, Ulf Kirsten. Und
und Kirsten. Wunderschön. Ja, ich bin ganz gut in Form, stimmt. Elegant. Klasse Tor. Die Rakete geht ab. Leverkusener Tordrang mit Ulf Kirsten und Paolo Sergio. Sergio ist da. Und da ist er drin. Er semmelt ihn rein. Ein klasse Treffer. Brasilianisch, Paolo Sergio. St. Paulis Thomas Sobotzik war in der Hinrunde 96-97 der Eisenfuß der Liga. 47 Mal hat er zugelangt. Aber wer austeilt, muss auch einstecken können. 78 Mal wurde er gefoult. Wir verleihen die goldene Sense 96. Thomas, Glückwunsch. Was war das schlimmste Foul? Ja, als unser Masseur mir einen Polenwitz erzählt hat, das hat richtig wehgetan. Das verstehe ich gut. Ich muss zu Fuchs, Schiri. Pfeif ab. Ich krieg sonst meinen Flieger nicht mehr. Ach komm, hör doch auf, Klaus. Du bist doch lange fertig. Muss ich eigentlich noch duschen? Du, ich muss mir ja noch die Locken wickeln. Meine Haare kein Problem. Aber wann soll ich mich umziehen, frage ich mich. Hey, Giovanni, kein Thema. Wir gehen einfach so in Trikot und kurzer Hose. Ach komm. Merkt doch keiner, du. Nee. Also, bis ich rausputschen, muss man sich schon... Wenn der damit vielleicht meint, ich soll meinen Mantel ausziehen, ist nicht. Vergiss es, den ziehe ich nicht aus. Niemals. So, los geht's. Oh nee, was ist das denn jetzt? Immer wenn es schnell hier muss. Hey, hilf mir mal, Mutti. Hey, Olli, ist doch nur verklemmt. Was ist denn das für ein Sakko? Von Armani. Armani von Aldi, meinst du, oder? Och, ist so Jacke wie Hose. Ja, du, euer Flieger ist weg jetzt. Nee, tut mir echt leid, Fliegte, du. Da oben. Ja, bist zu spät dran, ne? Ja, so der ist weg, Mist. Kann ich nicht in euren Privatflieger mit? Ja, wenn da noch Platz ist, vielleicht im Kofferraum. Pfeif ab, Schiri, sonst komme ich zu spät zum Fuchs. Wenn er zu spät kommt, bist du schuld. Pfeif ab, Schiri, ich muss noch duschen und mich umziehen. Jetzt bleib aber ruhig, Stefan. Ich bin Duty Free. Brauch Zigarren. Du rauchst doch gar nicht, Stefan. Das ist mir sowas von egal, Stefan. Wir könnten doch mit dem Bus fahren, Stefan. Das ist doch bescheuert. Warte, hey, wer hat den Autoschlüssel? Hier. Ich hol schon mal den Wagen, Stefan. Na, ohne den Superfuchs kann ich ja nicht anfangen. Und Superfuchs werde ich. Das wollen wir doch mal sehen, Freddy. Zum Superfuchs 1996, dem wertvollsten Spieler des Jahres, wählten Deutschlands Fußballfans auf dem Sat.1 Fuchs Festival Thomas Hässler. 22. November 96, 15. Spieltag. Für Thomas Hässler war nach dieser unglücklichen Aktion das Fußballjahr 96 beendet. Thomas Hässler. 230 Bundesliga-Einsätze, 83 Länderspiele. Thomas Hässler, Welt- und Europameister. Er ist einer, der den Profi vorlebt. In Karlsruhe baut die ganze Mannschaft auf die Fähigkeiten von Thomas Hässler. Kämpfer und genialer Spielgestalter. Immer eng dran am Gegner, den Kollegen und den Fans. Er ist ein Vorbild. Freistoßkünstler, einer der besten Torvorbereiter der Bundesliga. Traumhaft herausgespielt, traumhaft gemacht. Hässler kann schießen. Der ist drin! Hässler, wieder mit links, wieder drin! Thomas Hässler reißt alle mit. Wir brauchen ihn und wenn er gut drauf ist, dann können wir alle mitspielen und dann sind wir auch gut. Thomas Hässler, Kapitän beim Karlsruher SC und Superfuchs 1996. Nochmal vielen, vielen Dank, auch jetzt dafür, dass ich jetzt hier oben stehen durfte. Und es ist einfach eine tolle Sache. Und ich bin halt ein sehr sensibler Kerl, aber ich muss mich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Thomas, geht schon gut. Ja?
Geste 96. Die Bundesliga hat entschieden, hier die ausgewählten Szenen. Ich meine, wer im Endeffekt die Tore schießt, ist scheißegal. Interviews mit Joachim Hopp. Fast so beliebt wie das Tor von Andreas Müller gegen Bayern. Für Schalke der Einzug in den UEFA Cup. Besonders angetan war die Bundesliga von Paolo Sergio. Nach tollen Toren feiert nur er so schön. Ständig Norwegen, schauen Sie das an, das macht wieder Spaß. Begeisterung nicht nur auf den Rängen, die neue Jubelkultur. So macht die Bundesliga Spaß, Freude als Mannschaftssport. Der Diver. Kompliment an diese Zuschauer. Eine große Geste der Dortmunder Fans, die Entschuldigung für die Ausschreitungen deutscher Hooligans beim Länderspiel in Polen. Von den Spielern zu den wichtigsten Szenen des Jahres gewählt. Und wir haben versucht, ein bisschen wegzudrängen, ist es auch gelungen. Schadenfreude ist offensichtlich auch bei den Bundesliga-Profis die schönste Freude. Ein Schiedsrichter aber hat alle überzeugt. Das ist so schön. Schiri Aust mit Rot für Dieter Frey. Rote Feld, rote Karte, dadurch berechtigt. Der Schiri ging zum Linienrichter. Ich hatte sofort zum Linienrichter gesehen, die Fahne war oben, für mich war klar Abseits. Und nahm die rote Karte zurück. Der Schiedsrichter hatte das richtig beurteilt und hat die rote Karte zurecht zurückgenommen. Das entspricht den Regeln. Eine weitere besondere Ehrung 1996 für Uwe Seeler. Ein Fußballidol wurde 60. Halb Hamburg und viel Prominenz kamen zum Gratulieren. Die anderen DFB-Ehrenspielführer Fritz Walter, Franz Beckenbauer sowie Verbandschef Egidius Braun. Gratulationen für ein Fußballidol. Der Herr Seeler kenne ich gar nicht, ich kenne nur uns Uwe, ja. Der Festtagsmarathon begann mit einem tumultartigen Presseempfang. Und dann tischte der Hamburger Senat auf. Auf der Speisekarte für Sohn und Papa Seeler, Filetsteak uns Uwe und zum Dessert ein Bombereis. Das ist wieder mein Härtetest, da muss ich durch. 60 Jahre und kein bisschen leise. Herzlichen Glückwunsch, Uwe. Wenn ich gesund bleibe und mich weiter so fühle, schicke ich die Bumm, dann geht das noch ein paar Jahre weiter. Zum Wohle. Auch aller Ehren wert, das schnellste Tor des Jahres 96. Martin Driller vom FC St. Pauli erzielte es am 26. April gegen Schalke 04. 32 Sekunden dauerte es nur und schon stand es 1:0. St. Pauli gewann am Ende mit 2:0. In dieser Saison fällt auf, es gibt keine Polarisierung von zwei Spitzenmannschaften, sondern da brechen ja plötzlich ganz neue Mannschaften in die Spitze ein. Keiner weiß, was wird passieren, wie wird das weitergehen. Und das erzeugt ja eine sehr produktive Ratlosigkeit auf der ganzen Linie. Ich habe immer gehabt, die große Mannschaft mit dieser Situation und die großen Spieler. Besser als diese Spieler. Verstehst du? Besser als diese Spieler. Herbstmeister 1996, FC Bayern München. Erfolg durch relative Ruhe unter der Führung des zurückgekehrten neuen alten Trainers Giovanni Trapattoni und einem im dritten Frühling spielenden Mannschaftskapitän, dem Altmeister beim Herbstmeister Lothar Matthäus. 386 Bundesligaspiele, dabei mehr als 100 schöne Tore. Er ist mittlerweile 35 Jahre alt, er wird in einigen Monaten 36. Das ist eigentlich für einen Fußballspieler ein sehr hohes Alter. Lothar Matthäus, immer engagiert. Chef der Bayern-Abwehr. Kein Team hat in der laufenden Saison weniger Gegentore kassiert. Lothar Matthäus ist da, wo es brennt. In der Offensive gewinnt kein Bundesliga-Profi mehr Zweikämpfe als er. Er ist nach wie vor dynamisch, er ist nach wie vor motiviert und engagiert. Ah, vorbildlicher Einsatz des Münchner Kapitäns.
Lothar Matthäus, UEFA-Cup-Gewinner mit seinen Bayern 96. Also er ist nach wie vor ein sehr engagierter und für den FC Bayern ein sehr wertvoller Spieler. Bayern München, Herbstmeister 1996. Dietmann, artistisch. Ein Mordsschuss. Unhaltbar für Koch. Wo ist die Kugel? Im Netz! Ein kleiner Schlenker und dann ein satter Schuss. Rizzitelli gegen Ramelow, Rizzitelli gegen Happe, Rizzitelli gegen Sergio, Rizzitelli gegen Barnes, Rizzitelli vorbei an Heinen. Ah, kein Mensch kümmert sich da um Ziege. Jürgen Klinsmann angenommen und Gegner verladen, drin ist er. Also Herbstmeister ist mir noch nie passiert, also genieße ich das schon ein bisschen. Und ich denke, dass es ein kleiner psychologischer Vorteil ist, überwintern mit der Tatsache im Kopf, dass man zwei Punkte vorne ist. Zu guter Letzt der letzte Torschütze des Jahres 96. Am 7. Dezember erzielte Dortmunds Heiko Herrlich gegen Köln das 3:1 für seine Borussia. Der Schlusspunkt unter ein torreiches Fußballjahr, in dem es insgesamt 837 Bundesliga-Treffer zu bejubeln gab. Ich meine, der Unterhaltungswert ist ja auch ein sehr positiver Faktor, denn es ist ja nicht nur Sport. Man kriegt Herzklopfen, man kann Überschwang erleben. Da kommt es zur Zuspitzung der Zeiterfahrung. Es spielt eben Weltbürger gegen Weltbürger. Das macht den Fußball vielleicht auch wichtig. Der Ball, auf dem wir leben, uns gegenübertritt in den Ball, um den gekämpft wird. Es waren einmal 11 tapfere Freunde. Die gingen vor vielen Jahren im fernen England durch ein goldenes Tor und waren fortan Fußball-Europameister. Gekrönt durch Märchenprinz Oliver Bierhoff. Jung, schön und unvermählt. Heute, 10 Jahre später, ist er immer noch der begehrteste Junggeselle im Wunderland und Leiter eines Ehevermittlungsinstituts. Ein weiterer Held von damals war Eisendieter, der Ritter von der traurigen Gestalt. Unser geliebter Ostfriesen Alemão wurde nochmals Europameister, und zwar im friesischen Nationalsport Bosseln. Danach setzte er sich erschöpft zur Ruhe auf einer Wanderdüne irgendwo in Ostfriesland. Der blonde Jüngling, der wo Klinsmann heißt, war weiterhin auf der Suche nach Toren und dem eigenen Ich erfolglos. Klinsi ging zurück auf die Insel, übernahm das Delfinarium vom Londoner Zoo und produziert dort neue TV-Folgen einer altbeliebten Kindersendung. Des Kaisers Zauberlehrling Hans Hubert Vogts warf die Brocken hin und erfüllte sich seinen großen Traum. Berti begab sich ein zweites Mal auf das Dach der Welt, von Korschenbroich nach Kathmandu.
Man sagt, er habe jetzt magische Kräfte. Vor 3 Monaten verwandelte sich Berti Fuchs zum neuen Dalai Lama. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann schauen Sie uns heute zu. 44 Beine rasen durch die Gegend. Ohne Ziel. Und weil sie so rasen, nennt man das ein Rasenspiel. Rechts und links stehen 2 Gestelle. Jeder Spieler steht davor. Hält den Ball er? Ist ein Held er? Hält er nicht, schreit man. Du Tor! Das war RAN. Sat.1 Fußball. Ein Genuss mit Becks.